Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zur Mitfahrt hier mit unserem neuen Güterzug, den Zug 25. Und der fährt Getreide und Vieh vom Bauernhof zur Lebensmittelfabrik. Den haben wir in der letzten Folge erschaffen. Das könnt ihr dann nochmal in der Folge 60 nachschauen. In der letzten Folge hatten wir auch einen Erfolg. Wir wurden einer Stadt eine Metropole. Und diese Metropole, die wollten wir noch nachgucken. Was das für eine Metropole ist. Was das für eine Stadt ist. Ich tippe mal auf Alfhausen. Es kann aber auch der Kattelhof sein. Ich bin mir gerade nicht sicher. War schon eine weise Entscheidung, diesen Zug zu nehmen, weil der andere kann, glaube ich, nur 60 Stundenkilometer. Der güterrelevante Zug konnte nur 90 Stundenkilometer. Und diese 90 Stundenkilometer wären uns wahrscheinlich irgendwann wieder zum Verhängnis geworden. Und ich habe das auch schon mal alles elektrifiziert hier. Da haben wir nämlich später nicht den ganzen Aufwand. Steht denn schon was da? Es steht noch nichts da. Doch, es steht schon was da. Lebensmittel. Und Vieh. In den Kisten. Kisten mit den Deckeln drauf. Mit den Löchern drin. Ein Vieh und ein Getreide. Schaut schon herrlich aus, wie der Zug hier ausschaut. Hier steht schon wieder was hier. Insgesamt zwei Sachen. Und Diagramme. Produkt. Natürlich machen die erstmal Plus. Die produzieren erstmal 24 Stück. Und das sind schon ein paar Vieh- und Getreidesorten auf dem Weg nach Ilst. Und der schaut nicht schlecht aus, der Zug, ja? Wir gleich mal ein bisschen Terraform betreiben. Ah, da haut es uns auch raus, okay. Der Berg ist mir nämlich hier ein bisschen zu steil oder zu schroff. Sie können das hier ein bisschen glätten. Können das ja auch ein bisschen angleichen. Dass es in Zukunft hier auch ein bisschen besser ausschaut. Okay. Nee. Bin ich aufs falsche Tool gekommen? Aber wird wahrscheinlich jetzt eine kleine Delle sein. Immer Ewigkeiten. Da haben wir das hier ein bisschen angepasst an die Landschaft, dass es nicht so schroff ist. Zack. Und hier oben noch ein bisschen. Und dann haben wir das alles geschafft schon mal. Als erstes. Hier auf der Seite auch noch.
Sogar an dem Bahnhof können wir das ein bisschen angleichen. Sehr schön. Dann können wir auch ein kleines Waldstück reinzaubern. Dann wieder das schöne Geräusch. Haben wir ja vermisst. Zack, zack, zack. Was haben wir denn jetzt auf dem Bahnhof einen Baum gesetzt? Naja, nur an den Rand. Das geht natürlich so nicht. Wir haben das Krokodil und die Donnerwichse. Sehr gut. Hier ist der Zug. Wir tun ja weiter ein bisschen. Schaut gut aus im Wald. Wenn wir den hier so rauskommen lassen, ist doch bestimmt ein gutes Bild. Ja, das schaut jetzt schon gut aus. So, zack, und hier und weiter geht's. Weiter geht's. So. Ein sehr stressiges Lied. Ein bisschen auftreiben, das ist so ein bisschen zwanghaft irgendwie. Will uns irgendwas erzählen. Auf den Feldern können wir nichts bauen, das ist gut. Abseits der Felder ein bisschen hier für weltliche Stimmung sorgen. Ein bisschen verschönern das Ganze. Man kann ja noch ein paar Lampen hinbasteln. Das gefällt mir noch besser. Hier ist eine Lampe. Kann man eine Lampe hinsetzen. Einmal auf die Seite. Weil hier drauf kann man ja. Doch, hier kann man was setzen. Cool. Kann man ja ein bisschen ausleuchten sozusagen. Setzen wir doch hier auch mal eine Bank hin. Geht das irgendwie? Zack. Kommt noch ein Baum hin. Eine schöne Birke. Machen wir hier mal eine Birkenallee. Mal sehen, ob wir das hinbekommen. Setzen wir uns mal in der nächsten Folge dran, hier eine Birkenallee zu bekommen. Machen wir hier dann mal das Ausschussfeld. Hier ist wieder eine schöne Birke.
Ist das auch eine Birke? Das ist auch eine Birke. Das ist ein Busch. Ist das eine Birke? Eieiei. Machen wir uns bei der nächsten Folge dran. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.